Es ist 17.15 Uhr. Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zum ersten 17.15-Kolloquium der ETH Bibliothek dieses Herbstsemesters 2021. Wir folgen dem üblichen Ablauf, das heißt, Sie werden nach meiner kurzen Einführung das etwa 30-minütige Referat von Frau Reif hören. Anschließend sind weitere 30 Minuten für Fragen im Plenum reserviert. Wer sich gern noch mit der Referentin, Kolleginnen und Kollegen austauschen möchte, ist herzlich eingeladen, nach Referat und Fragen in Zoom zu bleiben. Nun freue ich mich, heute Frau Charlotte Reif zu begrüßen. Sie hat Public Management mit Fokus auf Führung und Kommunalpolitik an der Hochschule Nordhausen studiert, sowie Innovations- und Change Management an der École Pratique des Hautes Études Commerciales in Brüssel. Seit 2017 ist sie bei der Energy Factory AG in St. Gallen als Consultant tätig. In ihrer Funktion begleitet sie Change- und Befragungsprojekte für Unternehmen, führt Workshops und Trainings durch. Die Themen setzt sie schwerpunktmäßig auf die Bereiche Vision und Strategie, New Work, Transformation, Führung und organisationale Energie. Womit wir auch beim heutigen Referat sind, organisationale Energie. Damit wird ein Führungsmodell beleuchtet, das die Gründerin der Energy Factory, Frau Heike Bruck, Professorin für Leadership an der HSG, mitentwickelt hat. Wir alle kennen Unternehmen oder haben davon gelesen oder gehört, die für ihren Schwung und ihre Dynamik bekannt sind und solche, wo es harzt. Natürlich bedeutet Zweiteres eine Gefahr für die Organisation und wir alle würden gern in einem schwungvollen, dynamischen Unternehmen arbeiten, wo die Stimmung gut ist. Ich bin nun gespannt, von den theoretischen Modellen zu hören, auf denen die praktische Arbeit der Energy Factory aufbaut, sowie von Beispielen und übergebe das Wort nun an Charlotte Reif. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Padovan, für die Einführung. Ich würde einmal direkt meinen Bildschirm teilen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die dann auch illustriert, was ich heute thematisch mitgebracht habe. Und ich denke, Sie müssten jetzt alle auf meinen Bildschirm sehen. Vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen, auch zum Thema, wenn es Fragen gibt, dann super gerne den Chat dafür nutzen. Den habe ich auch parallel offen. Wenn es Fragen gibt, die ich so ad hoc beantworten kann, dann mache ich das super gerne. Und ansonsten wird gesammelt, dass wir das dann nachher einmal alle zum Schluss dann noch miteinander anschauen können, was es noch für offene Punkte von Ihrer Seite gibt. Aber ich denke, damit haben wir das Organisatorische einmal geklärt und wir können einsteigen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen was erzählen darf zum Thema organisationale Energie. Stelle mich vielleicht einfach zum Beginn nochmal wirklich ganz kurz selber vor. Frau Padovan hat schon ganz viel Wichtiges auch schon gesagt. Wer ist die Energy Factory? Wir sind eine Transformations- und Leadership-Beratung. Also bei uns dreht sich alles ums Thema Unternehmensorganisationskultur und gegründet durch die Professor Dr. Heike Bruch, die ja Professorin ist für Leadership am Institut für Führung und Personalmanagement der Uni St. Gallen. Unser Warum, unser tägliches Warum für unsere Arbeit ist tatsächlich die Stärkung von Führungskraft für die Zukunft. Und da ist das Thema Kraft ganz groß geschrieben, was das für eine Bedeutung auch in Verbindung mit dem Konzept der organisationalen Energie hat. Das werden Sie dann auch gleich erfahren. Genau, und zu mir, wie Frau Padovan auch schon erwähnt hat, ich habe auch einen Hintergrund aus der öffentlichen Verwaltung. Ich hatte Public Management studiert und mich da schon aufs Thema Organisationskultur und Führung spezialisiert und dann tatsächlich das jetzt von einer externen Perspektive dann betrachtet und bin so in die Beratung gekommen. Was ich super spannend finde und da natürlich jetzt auch den Connect sehe, heute bei Ihnen in der Runde. Und ich denke, damit steigen wir doch einmal direkt ein
Und ich hoffe, Sie können alle den Chat benutzen. Der müsste bei Ihnen entweder oben oder unten im Fenster dann aufpoppen. Denn ich habe zum Start gleich mal direkt eine Frage an Sie. Denn ich bin super neugierig, was Sie vielleicht auch einfach schon zum Thema organisationale Energie gehört haben. Vielleicht hat sich der ein oder andere vorab informiert. Vielleicht hat Sie auch einfach nur die Begrifflichkeit und die Beschreibung interessiert, aber da würde ich Sie ganz gern mal bitten, einfach frei raus mal reinzuschreiben, was denken Sie denn oder an was denken Sie denn, wenn Sie den Begriff organisationale Energie hören? Ich bin gespannt. Also einfach mal ganz spontan. Was fällt Ihnen denn ein, beziehungsweise an was denken Sie? Okay, da kommen jetzt schon die ersten Kommentare. Ich lese Dynamik, Kommunikation, Selbstorganisation. Gibt es weitere Gedanken? Mhm. Stimmung und Teamklima, Bewegung, Motivation, Betriebsklima, Anreize. Mhm. Also ich glaube, anhand der ersten Kommentare, die ich jetzt gelesen habe, da ist schon ganz viel dabei, was den Begriff und das Konzept beschreibt. Und ich denke, das Thema Dynamik ist da ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch das Thema Teamklima. Genau, und ich denke, wir steigen mal direkt mit der ganz klassischen Definition ein. Was bedeutet organisationale Energie? Jetzt, wenn man es sich aus dem Lehrbuch holen würde, wäre das die Kraft, die mit der Organisation arbeiten und zielgerichtet Dinge bewegen. Wie die Zielrichtung aussehen kann, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und die Stärke von organisationaler Energie, die zeigt auch an, in welchem Ausmaß Organisationen das Potenzial, was sie haben, tatsächlich auch aktiviert haben. Also mit Blick darauf, was Sie schon beschrieben haben, ganz richtig, es geht um Organisationen, um Teams. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist kein individuelles Konzept, sondern es geht immer um ein Kollektiv, ein Miteinander eben und was dann auch eine Dynamik insgesamt auslöst. Und es geht eben um Klima, um Potenziale und eben die Kraft, mit der dann Dinge auch bewegt und verändert werden können. Und wie kam es damals auch zur Erforschung des Konzepts? Vielleicht ein ganz kurzer Ausblick zur Historie. Man hat sich angeschaut, was gibt es denn schon so an Forschung? Und da ging es immer darum, wie sich denn ein Mangel an Energie manifestiert. Also was bedeutet das, wenn eben keine Energie da ist? Change-Müdigkeit, Trägheit, es äußert sich im Zynismus, Organisationen brennen aus und mit dem Wachstum, mit der Innovation klappt es dann auch nicht so richtig. Und da hat sich eben Heike Bruch mit Team damals überlegt, aber es muss doch auch noch die andere Seite geben, also die Seite, die den positiven Drive, die Dynamik gibt und die auch zu Bewegung eben führt, wie Sie jetzt auch schon in den Chat geschrieben hatten. Und darauf basierend hat sie dann, ein Konzept entwickelt, das Konzept der organisationalen Energie. Und das besteht aufbauen bzw. lässt sich erklären anhand einer Matrix. Und die will ich einmal ganz kurz zeigen, wie sieht es denn eigentlich aus, beziehungsweise wie kann man sich eigentlich organisationale Energie in den einzelnen Dimensionen, die das betrifft, auch vorstellen. Und wir arbeiten eben hier mit zwei Dimensionen. Einerseits die Intensität, also auf der vertikalen, die Intensität der Energie und auf der horizontalen, die Qualität der Energie. Und die Intensität, die sagt was darüber aus, inwiefern denn eigentlich die Potenziale im Team aktiviert sind. Also inwiefern da ein guter Drive da ist, ist die Intensität
hoch, ist die Aktivierung da oder ist die Intensität niedrig, dann ist eben weniger davon da, von dieser Potenzialaktivierung. Und bei der Qualität, da geht es jetzt ganz stark um die Zielrichtung. Und zwar ist sie positiv auf die Organisationsziele ausgerichtet und darauf hinarbeitend, die Ziele der Organisation zu erreichen. Oder ist es eben negativ, also in einer negativen Art und Weise gegen die Organisationsziele sich auszurichten. Wie gesagt, also man muss immer im Kopf behalten, es ist ein Kollektivkonstrukt, es geht immer ums Team und um die ganze Organisation da drin. Dann eben kann man das unterscheiden in 4 Energiezustände. Und wir fangen mal an, ganz oben rechts, mit der produktiven Energie. Was ist das eigentlich? Und zwar, Sie sehen ja, Qualität positiv, also für die Organisationsziele, und die Intensität hoch. Das heißt, Teams und Personen in dem Energiezustand mit einem hoch ausgeprägten Energiezustand bei der produktiven Energie, die sind innovativ unterwegs, die möchten was bewegen, da gibt es eine gewisse Dynamik und da sprudelt dann auch die Ideen und bewegt sich was. Bei der angenehmen Energie eher das Entspanntere, der entspanntere Aspekt eben in einem positiven Sinne, sage ich jetzt einfach mal, aber eben eher in einer zurückhaltenderen Art und Weise, eine Zufriedenheit mit dem Status quo, das äußert sich da ganz stark. Die resignative Trägheit, da kommen wir jetzt auf die negative Seite der Medaille, eine niedrige Intensität und eben negativ gerichtet. Man kann sich da Personen vorstellen oder Teams, die das Gefühl haben, wir haben viele Change-Initiativen gehabt, viele Veränderungen, eine gewisse Resignation eben da auch drin haben und dieses Gefühl haben, ich hatte mich vielleicht mal ursprünglich eingebracht und war motiviert, aber ich habe mittlerweile resigniert. Und die korrosive Energie, das ist so eine aktive, destruktive Energie. Das heißt, Mikropolitik, Spekulationen, und Zynismus, also wirklich auch das nach außen getragen. Und wenn man sich das nochmal bildlich vorstellen müsste, dann würde ich bei der produktiven Energie einfach mal, um es wirklich simpel zu halten, an ein erfolgreiches Team im Sport denken. Also Personen, die sich gegenseitig motivieren und dann, auch voller Breite auch gewinnen. Die angenehme Energie wäre eher das entspannte Radfahren. Das heißt, da passiert noch was. Das heißt nicht, dass die Personen faul in der Hängematte liegen oder vor dem PC sitzen und die Augen zumachen, sondern es ist immer noch was Positives, aber eher mit Entspannungsfaktor. Die resignative Trägheit, da kann man vielleicht an eine Handbremse denken. Also die angezogene Handbremse, es ruckelt und ruckt im Getriebe, sage ich jetzt einfach mal. Einfach auch, weil da irgendwie was vorgefallen ist, was eben zu so einer Resignation geführt hat und dann die entsprechende Trägheit mit sich bringt. Also man kommt da auch nicht mehr so voran. Und die korrosive Energie, da kann man auch vom Namen her direkt an Korrosion denken. Was sich eben durch die Organisation frisst, also wie so ein verrostetes Stück Metall, was dann da eben schlichtweg aufgefressen wird. Das ist auch was super Negatives, was sich dann entsprechend auch in den Organisationen negativ äußert, was auch die Leistung dann angeht. Aber das gucken wir uns dann später nochmal an. Vielleicht einfach noch als Ergänzung, das ist nicht nur ein Konzept, was jetzt so in der Theorie rein besteht. Das ist auch messbar ist eben auch wissenschaftlich validiert und wird eben auch entsprechend dann bei uns in der Praxis auch eingesetzt, um eben so ein Teamklima auch zu erfassen und zu schauen, wo steht denn eigentlich so eine Organisation. Und das Schöne ist, wenn man da nochmal ein bisschen weiter reinschaut, wie ist denn sowas aufgebaut? Es geht tatsächlich bei den Konstrukten, wenn wir das eben messen auf Basis von der Befragung, von Fragebögen, geht es auch immer bei jedem Zustand auch darum zu schauen, wie sind denn die Personen dabei, wenn man eben an das Kognitive denkt? Also sind sie auch gedanklich eben in der produktiven Energie? Wie stark ist das ausgeprägt?
Sind Sie emotional dabei? Also wie wirkt sich das im Gefühl aus, in den Emotionen aus? Und verhalten sich, also das ist die Umsetzungskraft, das ist die Hand, verhalten sich dann die Personen auch entsprechend? Eben sind sie dynamisch unterwegs? Wie ist da tatsächlich die Wahrnehmung? Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, das Ganze ist tatsächlich eben wirklich wissenschaftlich fundiert und ein validiertes Konzept. Und das lässt sich tatsächlich auch so ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Das ist das Schöne an der ganzen Sache, weil wir eben jetzt auch schon sehr viele Jahre mit dem Konzept arbeiten. Das heißt, gemessen wurde das tatsächlich jetzt mittlerweile in mehr als 1300 Organisationen, 700.000 Befragte und darunter eben auch, wenn man das jetzt einfach mal auch mit der kulturellen Seite anschaut, in unterschiedlichsten Sprachen und auch in den unterschiedlichsten Ländern. Also da ist seit der Erforschung des Konzeptes einiges passiert und es ist natürlich super spannend zu sehen, dass eben über die Breite da auch das Konzept funktioniert und eben validiert ist. Und das wird sich auch immer wieder angeschaut, auch mit der neuesten Forschung, welche Auswirkungen gibt es denn auf produktive Energie, sage ich jetzt mal, auch im Setting der letzten anderthalb Jahre in der Pandemiezeit. Ja, und nach dem Intro dazu, nachdem Sie jetzt auch so ein bisschen ein Bild bekommen haben, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den unterschiedlichen Energiezuständen, mit dem Konzept der organisationalen Energie, möchte ich Sie einmal wieder fragen, und zwar, wo ist Ihnen denn jetzt zuletzt produktive Energie begegnet? Das würde mich einmal interessieren, dass Sie vielleicht nochmal ganz kurz überlegen, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Positive Qualität und wirklich eine hohe Intensität. Da wäre meine Frage an Sie, wo ich ganz neugierig wäre, von Ihnen zu erfahren, wo ist Ihnen das denn eigentlich zuletzt begegnet? Also gerne auch wieder den Chat nutzen zum Teilen. Was fällt Ihnen da ein? An was denken Sie? Also das kann natürlich in den unterschiedlichsten Bereichen sein. Wie gesagt, das kann, sage ich jetzt mal, bei Ihnen selber im Team, bei der Arbeit sein, kann was Privates sein oder kann eben ein Sporterlebnis sein. Kann auch was sein, was Sie aus Nachrichten so wahrgenommen haben, dass Sie sagen, okay, da muss doch irgendwie ganz viel produktive Energie dabei gewesen sein. Okay, also was ich jetzt schon mal lese bei einem Aufgleisen von einem neuen Projekt, also scheint was Spannendes zu sein, was motivierend ist. Okay, bei einer Brainstorming-Session, also das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn da eine produktive Energie da ist, wenn es um was Neues geht. Ja, Geschäftsidee, die aufgebaut wird. Okay, was ich jetzt ganz schön finde, auch im virtuellen Setting, dass das so ein bisschen überschwappt und man da auch eine produktive Energie wahrnehmen kann. Ja, das finde ich ganz super. Okay, spannend. Also ich denke auch jetzt zurück an die letzten anderthalb Jahre und ich glaube, da gab es auch die unterschiedlichsten Momente, in denen sowas passiert ist. Also bei uns selber im Team gab es viele Momente, bei denen wir uns überlegt haben, okay, was können wir denn mit dem Team machen? Da haben wir ganz viele Sachen organisiert von beispielsweise einer Fitness-Challenge. Also das ist dann nochmal eine andere Art der Energie aktiv umgesetzt. Eben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei einigen IT-Teams in den Firmen da eine produktive Energie da war, um eben da alle Mitarbeitenden auch entsprechend auszustatten mit dem Notwendigen, was sie gebraucht haben, um eben erfolgreich darauf weiterarbeiten zu können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, wo solche produktive Energie vorhanden war und wahrgenommen wurde. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und das eben geringer ausgeprägt ist,
Dann stellt sich ja natürlich die Frage, wie kann man denn eigentlich eine positive Energie, eine produktive Energie mobilisieren? Und das funktioniert folgendermaßen. Es sind jetzt nur Aspekte, die ich mitgebracht habe. Das ist nicht abschließend zu betrachten. Aber das geht einerseits ganz stark über eine Sinnfrage, sage ich jetzt einfach mal, und auch über das Thema Führung. Also das sind entscheidende Treiber da drin, um eben Potenziale zu aktivieren und mobilisieren. Also eine Führung, die inspiriert, die eben auch aufzeigt, wo geht es denn eigentlich als großes Ganzes hin, die das Warum da drin erklärt, die eben auch vorgibt, okay, was ist unser übergeordnetes Ziel, unsere Vision in dem Ganzen, die aber genauso auch als Vorbild handelt, die Person mit fördert und damit auch einen Sinn stiftet. Also den eigenen Beitrag als Teammitglied auch in der Arbeit zu sehen. Also ein klares Ziel zu haben, wo man hinarbeitet, vielleicht auch über den Tellerrand rauszuschauen. Und ich glaube, da fällt Ihnen sicherlich auch was ein, was Ihr Warum ist, warum Sie eigentlich, sage ich es mal, zur Arbeit gehen, abgesehen davon, dass am Ende des Monats dann hoffentlich was aufs Konto kommt, sondern dass es da auch einen übergreifenden Sinn gibt. Also ich könnte mir vorstellen, mit Blick auf Bibliotheken, es gibt ja einen ganz klaren Auftrag für Weiterbildung, Wissen, Forschung und da einen öffentlichen Auftrag, das auch, für die Gesellschaft auch anzubieten. Also eigentlich eine ganz, aus meiner Sicht auch eine sehr sinnstiftende Arbeit da drin. Und da habe ich dann auch jetzt ein Praxisbeispiel einmal mitgebracht. Wie kann denn eigentlich sowas in der Praxis aussehen, eben so eine Sinnvermittlung, Visionsarbeit, Kulturarbeit, die eben so eine produktive Energie mobilisiert. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht aus dem Gesundheitswesen, nämlich von der Kulturtransformation bei der Gesundheit Nordhessen aus Deutschland, aus dem Spital-Krankenhausbereich, die vor 2 bis 3 Jahren da gestartet haben. Warum haben sie da eigentlich gestartet? Sie haben eben eigentlich die Wahrnehmung gehabt, sie bieten da gute Arbeitsbedingungen, auch entsprechende Sozialleistungen in dem Sektor, haben dann aber eine Befragung gemacht und gesehen, irgendwie gibt es da eine Unzufriedenheit. Und zwar generell und dann irgendwie auch eine fehlende Identifikation der Mitarbeitenden mit der Organisation. Und dann haben sie sich überlegt, ja irgendwie, da müssen wir was tun. Was können wir denn eigentlich tun, um da unsere Energie zu steigern? Und haben sich dann gesagt, okay, wir müssen an unserer Kultur arbeiten. Wir glauben daran, dass eben eine Kulturvision die Identifikation steigern kann und eben so eine produktive Energie stiften und auslösen kann. Und wie haben Sie das dann tatsächlich gemacht? Ein ganz, ganz toller und spannender Prozess, den Kollegen von mir begleiten durften. Sie haben tatsächlich die Mitarbeitenden da wirklich involviert, also das heißt Beteiligung von innen aus dem Unternehmen heraus. Und haben eben gesagt, wenn es den Menschen bei uns gut geht, das heißt den Beschäftigten und dann nachher auch den Patienten, dann geht es auch dem Unternehmen gut und glauben eben, dass so eine Kulturvision da auch einen entsprechenden Zusammenhalt schaffen kann. Und haben da eben über alle Berufsgruppen, Hierarchien und Standorte die Mitarbeitenden beteiligt in der Arbeit und der Erarbeitung ihrer Kulturvision. Das heißt, sie sind da von Standort zu Standort gefahren, haben da mit Interviews das aufgenommen, was die Mitarbeitenden dann umtreibt und was eben auch wichtig ist und sinnstiftend ist für die Zusammenarbeit im täglichen Umgang auch miteinander. Und haben so tatsächlich auch eben, sage ich jetzt mal, ein Gemeinschaftsgefühl, ein Wir-Gefühl geschaffen, indem sie eben da auch übergreifend unterwegs waren, auch miteinander da die Herausforderungen angegangen sind und da auch alle involviert haben. Und zwar auch eben auf Augenhöhe, sage ich jetzt einfach mal. Eben alle Funktionen und Hierarchie eben bewusster zu fördern, was ja auch ganz besonders ist, eben im klinischen Bereich. Und genauso haben sie da auch die Führungskräfte eben involviert,
die wurden auch wirklich aktiv mit eingebunden, waren da auch gefordert, sich zu beteiligen und haben dann eben so auch gemeinsam festgestellt, okay, der Mensch steht für sie als Organisation im Mittelpunkt und für sie ist eben ihre Kulturvision, da auch miteinander Verantwortung zu leben. Also wirklich drei extrem kraftvolle Stichworte, würde ich auch sagen, was sie eben, was ihre Kulturvision gibt und ihre Zusammenarbeit und das, was sie miteinander erreichen wollen, beschreibt. Und dann klar, sie hatten da natürlich auch einige Herausforderungen, aber wie gesagt, ihr Credo war immer, die breite Beteiligungsbasis zu schaffen und da auch alle mit zu involvieren. Und da sagen sie tatsächlich auch, dass sie eben, dass es eine langfristige Arbeit natürlich ist, es ist Kulturarbeit, es hört eben jetzt nicht auf, sondern fängt eben damit tatsächlich erst an. Aber sie glauben da auch, dass eben sie durch die Kulturvision da auch eine Stärkung gefunden haben, jetzt in den letzten anderthalb Jahren und in der Bewältigung der Pandemie. Ja, also ich denke, das ist ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Und im nächsten Schritt, wenn man jetzt sieht, dass sie das miteinander erarbeitet haben, fragt man sich natürlich, okay, sie haben jetzt die Kulturvision, miteinander Verantwortung leben. Wie äußert sich denn eigentlich sowas in Kennzahlen und tut es dann tatsächlich auch wirklich? Also wenn wir die produktive Energie steigern können, wie wirkt sich das dann eigentlich aus? Und da habe ich mal nochmal auch Zahlen mitgebracht, um das da auch ein bisschen in Fakten zu verpacken. Und da können wir tatsächlich sehen aus einer Studie, dass eben Organisationen mit einer hohen produktiven Energie verglichen eben mit Organisationen mit einer geringen produktiven Energie auch wirklich eine andere Leistung haben, eine andere Effizienz in den Geschäftsabläufen, eine andere Kundenzufriedenheit tatsächlich auch, eine andere Mitarbeitendenzufriedenheit und eine geringere Kündigungsabsicht. Also das wirkt sich tatsächlich auch, ich sag mal, in Kennzahlen aus. Ich sage jetzt mal, auch wenn man jetzt kein produzierendes Unternehmen ist, sondern im Dienstleistungssektor unterwegs ist, ich denke, eine Kundenzufriedenheit steht natürlich an erster Stelle. Und wenn man das eben steigern kann, auch da jetzt nochmal sichtbar, dann ist es was man definitiv angehen kann und was es auch sichtbar macht. Im Vergleich dazu einfach mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit korrosiver Energie? Da sieht man, okay, Leistung nimmt ab, Effizienz der Geschäftsläufe nimmt ab, das Wachstum sinkt, Kundenzufriedenheit sinkt, die Mitarbeitendenzufriedenheit auch und die Kündigungsabsicht steigt. Puh, das ist natürlich erstmal schwerer Tobak, würde ich sagen. Und was man da natürlich auch nochmal sehen kann, ist, dass die Unterschiede zur produktiven Energie auch gravierend sind. Das heißt, mit viel produktiver Energie kann man einiges schaffen, aber viel korrosive Energie kann auch viel mehr zerstören. Und wie entsteht denn so eine korrosive und negative Energie beispielsweise? Und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Es gibt nämlich einen Aspekt, den ich vorher in der Vorstellung der Matrix noch gar nicht verraten habe. Und zwar, wenn wir uns die Energiezustände anschauen, haben wir jetzt über produktive Energie gesprochen. Wir haben gesagt, okay, wie äußert sich denn sowas? Wie können wir die steigern? Ganz wichtig an der Stelle ist aber auch, eine Balance zu finden zwischen der produktiven Energie und der angenehmen Energie. Die angenehme Energie ist nämlich, wie ich gesagt habe, nichts Negatives, sondern tatsächlich was positiv zu betrachtendes. Da geht es wirklich darum, einen Ausgleich zu haben zwischen produktiver Energie und angenehmer Energie. Wenn wir das nämlich nicht haben und wir, befinden uns durchgehend am Kapazitätslimit, dann geraten wir in eine sogenannte Beschleunigungsfalle und die richtet dann am Ende beispielsweise negative Energien an, wie eine resignative Trägheit oder eine korrosive Energie. Ja, wenn wir jetzt von der Beschleunigungsfalle sprechen, ich denke, mit Blick darauf, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, gibt es da so ein Zitat, was natürlich auch beschreibt,
wie es wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren war, nämlich viel Überhitzung. Ein Zitat, das bedeutet, wir fahren 180 auf der Autobahn, während wir die Reifen wechseln. Das ist von Bombardier und beschreibt eben da auch eine gewisse Dynamik, die sie da drin haben. Und ich denke auch eben durch eine zunehmende Vernetzung, Sie kennen sicherlich auch das Beispiel der VUCA-Welt, erhöht sich da auch einfach die Komplexität. Und jetzt stellt sich dann die Frage, wie viele Unternehmen sind denn eigentlich jetzt betroffen von so einer Dysbalance, die sich da befindet und die eben zu so einer Beschleunigungsfalle eben führt. Was würden Sie sagen? Wie viel Prozent der Unternehmen sind davon betroffen? Einmal ganz kurz in den Chat. Auch da keine falschen Antworten. Was würden Sie schätzen? Wie viel Prozent sind betroffen? Okay, spannend. Da gehen die Zahlen ja ganz schön hoch. Okay, bis zu 80%. Aha. Also, was ich Ihnen sagen kann, ist tatsächlich, dass es vor der Pandemie 57% der Organisationen waren. Und die neuesten Erkenntnisse sind da tatsächlich aktuell noch in der Untersuchung, aber man geht sehr stark davon aus, dass es da eben auch die wahrgenommene Belastung viel größer geworden ist dass sich da eine gewisse Tendenz erkennen lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie sich auch da in einem höchst dynamischen Umfeld bewegen. Also ich denke, jede Organisation ist in einem gewissen Rahmen von der Digitalisierung betroffen und muss sich da auch weiterentwickeln und muss trotzdem, sag mal, das Tagesgeschäft erledigen. Jetzt, wie äußert sich sowas in der Belastung? Einerseits, wir unterscheiden zwischen drei Zuständen. Das ist die Überbelastung, dauerhaft an den Ressourcenlimits zu arbeiten, zu viel zu betreiben, also die Ressourcenlimits zu übersteigen. Die Mehrfachbelastung betrifft die Fokussierung, also die Parallelität an Projekten, mit denen man jongliert. Und dann die Dauerbelastung, einfach auch gar keine Regenerationsmöglichkeiten mehr zu gewähren. Also auch da dauerhaftes Operieren an der Kapazitätsgrenze. Und das geht natürlich sehr stark über die Zeit auch an die Substanz. Und wir haben immer dazu geschrieben, wie viel Prozent der Organisationen haben sich da in den Zuständen befunden. Also die oberen beiden, davon sind noch mehr Organisationen betroffen als von der Dauerbelastung, von dem gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels zu sehen. Und das muss ja auch irgendwas mit den Personen, mit den Organisationen machen. Und es hat schon richtige Konsequenzen, einerseits auf der menschlichen Seite, aber auch andererseits auf der Geschäftsseite. Und auch da einfach nochmal ganz kurz ein paar Zahlen mitgebracht auf der Seite der Menschen. Sehen wir, die Kündigungsabsicht steigt sehr stark an. Und wenn man die ganze Zeit eben in einem Umfeld der Überhitzung ist, dann wird es auch sich eben am Ende in korrosiver Energie zeigen. Und in Summe dann eben auch in der emotionalen Erschöpfung. Und die Pausen, die Balance zwischen der produktiven Energie und der angenehmen Energie ist wirklich wichtig für die Leute und die Organisation an sich, weil dort dann auch die Unternehmenskennzahlen leiten. Und das sehen Sie an der Stelle nochmal. Die Kernkennzahlen für die Organisationen werden wirklich schlechter. Und die Unternehmensidentifikation sinkt tatsächlich auch. Also ganz gut auch an einem Autobeispiel erkennbar. Wenn man die ganze Zeit im roten Bereich unterwegs ist, wenn man das mal macht, dann geht es. Aber wenn man das dauerhaft macht, dann melden sich wirklich die Warnblinklichter. Ja, und vielleicht jetzt da, um auch so ein bisschen auf den, ich sag mal, Richtung Ende zu kommen, was kann man denn da jetzt eigentlich noch tun, wenn man sich eben in so einer Beschleunigungsfalle befindet? Einerseits erstmal das anzuerkennen, also eine Ursachenanalyse zu machen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wie kommen wir denn in die Überhitzung rein? Und dann sich eben Symptome anzuschauen. Also gibt es irgendwie keine Ruhepausen mehr? Was ist denn der Grund zum Beispiel auch für Zynismus?
und das Ganze dann, wenn man da ein gemeinsames Verständnis hat, dann auch in den strategischen Dialog zu gehen, da die Prioritäten zu schärfen und da auch sich anzuschauen, okay, wie sieht es denn in der ganzen Organisation aus? Also auf allen Ebenen das zu machen und eben nicht nur spezifisch da zu schauen. Jetzt sehen Sie da auch noch das Hafenmeisterprinzip. Das ist natürlich auch was, was helfen kann. Also wenn eine Person da den Hut aufbehält und den Überblick behält, nämlich zu schauen, was kommt in den Hafen rein und dann auch zu sagen, okay, stopp, Entschuldigung, das ist tatsächlich für das Boot haben wir jetzt keinen Platz mehr. Was dabei auch hilft, nämlich einerseits Prioritäten zu schärfen, aber auch zu sagen, okay, wir hören an der Stelle auch mal auf, Dinge zu tun. Das heißt, Stop-Doing-Initiativen einzuführen, also einen Frühjahrsputz. Das heißt, einmal zu schauen, welche Projekte haben wir denn eigentlich und dann auch zu sagen, okay, das ist eine Projekt-A-Kategorie, müssen wir unbedingt weitertreiben und eine Projekt-C-Kategorie, das können wir vielleicht auch einfach lassen. Und das eben auch integriert, eben in einen Jahresplan zu schaffen, also wirklich das zu begrenzen auch, das jährlich anzuschauen und dann auch wirklich aktiv Ruhephasen einzuplanen. Und damit sind wir auch schon bei den Pitstops, nämlich sogenannte Timeouts zu schaffen, zu sagen, okay, wir schaffen wirklich da auch mal Erholungsphasen, wenn wir nämlich auch Projektgeschäft haben oder unterschiedliche Projekte oder auch sonst, wenn es eben projektunabhängig ist, auch mal zu sagen, okay, es ist in Ordnung, auch mal zu sagen, es ist gerade viel oder da entsprechende Vertrauenskultur auch zu schaffen, um darüber zu sprechen, damit man das eben auch dann ja so einplanen kann. Da vielleicht einfach eben slow down to speed up, das sollte das Motto sein. Also sich auch zu überlegen, einen Erfolg zu feiern und dann auch mal zu sagen, okay, jetzt lassen wir das ausklingen, kurz zappen und dann können wir uns bei Energien sammeln und bündeln und wieder volle Kraft vorangehen. Genau. Und da auch ein entsprechendes Umfeld zu schaffen, dass sowas möglich ist, eben als Teammitglied, Mitarbeitende, Führungskraft gemeinsam mit dem Team. Und das ist das auch, was ich Ihnen jetzt zum Abschluss mitgeben möchte. Also machen Sie sich die Energie bewusst. Umgehen Sie das Hamsterrad, wenn möglich, also die Beschleunigungsfalle wirklich aktiv zu vermeiden, eben nicht dauerhaft in den roten Bereich zu kommen und zeigen Sie da auch Mut, mit Fokus vorzugehen. Das heißt da auch konsequent zu sagen, auch da zu sagen, okay, Dinge zu fokussieren und auch Prioritäten zu schaffen. Und wenn Sie Führungskraft sind, dann natürlich auch der Appell an Vorbildhandeln, entsprechend auch gesunde Führung vorzuleben, in der es auch Pausen für Sie selber gibt. Denn das Nächste betrifft Mitarbeitende und Führungskräfte gleichermaßen. Achten Sie da auch auf Ihre eigene Energie. Denn nur wenn Sie eben entsprechend dynamisch, energetisch und mit einem gewissen Drive unterwegs sind, dann können Sie das auch entsprechend weitergeben an Ihre Mitarbeitenden. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass Sie zugehört haben und dass Sie dabei waren. Und ich freue mich jetzt auch auf Ihre Fragen. Prima, vielen Dank, Frau Reif. Das war ein spannender Vortrag. Ich denke, da gibt es einige Dinge, die wir mitnehmen können, auch